Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kartenlegung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia und ja, hier geht es tatsächlich ungewöhnlicherweise mal um die Partnerschaft. Ich weiß nicht, warum ich diesen Impuls so stark hatte. Auf jeden Fall ist es so, ja, gestern war ja Valentinstag, vielleicht deshalb, ich habe keine Ahnung. Also auf alle Fälle hatte ich den starken Impuls, hier mal etwas in Sachen Partnerschaft zu machen. Möchte aber im Vorwege noch etwas kurz dazu sagen, denn es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es niemals um den anderen geht. Also das heißt, wenn ein Partner unsere Knöpfe drückt, was er ja so gut kann wie kein anderer, dann sind wir immer aufgefordert, bei uns selbst zu schauen, weil in dem Moment taucht ein Thema auf, was ja vorher schon da war, weil sonst hätte er die Knöpfe gar nicht drücken können. Und in dem Moment gilt es dann halt drum, aha, hier ist ein Thema und wie gehe ich jetzt damit um oder wie gehen wir damit um? Und so, und vielleicht braucht es auch ein bisschen Zeit natürlich, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Das kann auch sein, weil Ego-Programme, die da laufen, die sind wirklich teilweise so hartnäckig und so stark und so intensiv, dass es nicht natürlich durchaus immer gleich möglich ist zu sagen, hey, Moment, was hat denn das mit mir zu tun, du Idiot? Also da gilt es erstmal so ein bisschen natürlich Abstand zu bekommen und zu sagen, okay, alles da. Aber wichtig ist auf jeden Fall die Bereitschaft, dass du dieses Thema anschaust. Wenn die natürlich nicht da ist und du weiter in diesem Modus läufst wie bisher, dann hast du nämlich definitiv das nächste Thema schon auf dem Programm, weil dann legt sich der Schmerzkörper erstmal wieder schlafen und dann kriegt er irgendwann wieder Hunger und dann darf dein Partner wieder die Spiegelfunktion übernehmen und dir deine Knöpfe drücken. Und wie wir ja wissen, ist das ja immer so, ne? Die Partner können das so gut, wie ich schon sagte, wie kein anderer. Und solltest du jetzt in einer Partnerschaft sein oder solltest du eben auch nicht in einer Partnerschaft sein, das spielt tatsächlich keine Rolle, weil es grundsätzlich immer um dich geht. Möglicherweise wirst du hier in den Karten dich wiederfinden und sagen, okay, das war tatsächlich Thema in meiner letzten Partnerschaft. Oder das hat sich immer mal wiederholt in Partnerschaften. Also irgendwie hatte ich eh das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Oder es ist jetzt aktuell gerade ein Thema bei dir. Also da löse ich mich jetzt total von. Ich sage nur eins. Du bist hier der oder diejenige, die zuschaut und der Partner ist immer der Mensch, um den es quasi in dem Moment auch geht oder die Dinge, die dort vorgefallen sind. Und das ist mir auch ganz egal, ob das dann ein Mann oder Frau ist. Also du bist du und dein Partner ist der Partner. So, Punkt. Ja, und weil es natürlich um Partnerschaft und natürlich um wunderschöne Liebesbeziehungen geht, ich bin erstmal sehr gespannt, was hier auftaucht, aber ich gehe ganz konkret mit Themen rein. Also das heißt, es geht um die Themen, die angeschaut werden wollen. Und das heißt, es wird keine Dulli-Dulli und Friede, Freude, Eierkuchenlegung werden. Davon gehe ich einfach nicht aus. Und hier natürlich ein Herzchen, ein Rosenquarz-Herzchen zur Unterstützung. Wie sowieso hier ganz viel Rosenquarz. Habe ich ja gestern auch schon gehabt in der Legung. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, was hier kommt. Alle Karten wie immer in der Videobeschreibung. Solltest du Bedarf nach einer Beratung haben, wenn du merkst, aha, nee, ich komme hier allein nicht weiter oder so, kannst du mich auch gerne anschreiben. E-Mail-Adresse ist in der Videobeschreibung und jetzt lege ich los. So. Okay. Also, ich möchte nämlich ganz gerne mit diesem Deck hier erstmal wissen, was haben wir denn hier überhaupt für ein Thema in deiner aktuellen Partnerschaft oder in deinem Partnerschaftsthema, auch wenn du Single bist. Also, was ist das Thema für Partnerschaft in Partnerschaft hier aktuell jetzt bei dir? Was ist dein aktuelles Partnerschaftsthema? Was ist dein Partnerschaftsthema? Worum geht es? Tada! Let go of comparison. Oh, das ist ja spannend. Also, es geht um Vergleichen. Bist du vielleicht jemand, der oder die sich immer wieder vergleicht und glaubt, irgendwie andere wären besser? Oder dass du das Gefühl hast, du musst immer besser sein? Dann kann ich dir mal verraten, Vergleich kommt immer nur deshalb, weil es um Opferpositionen geht. Wir haben mit der 39 zusammengenommen die 12. Ich mache natürlich wieder den Ausflug in die Numerologie. Und die 12 sagt, Opferposition, Auftrag ist, Perspektive zu wechseln, aus der Opferhaltung rauszugehen, spontan zu werden, kreativ zu werden, lebensfröhlich, lebensfreudig zu werden, weil wenn man dauernd damit beschäftigt ist, sich zu kritisieren und andere sind ja so viel besser und so weiter und so fort, dann ist das natürlich nichts, was Spaß macht, was Freude macht und wo man entspannt eine Partnerschaft leben kann. Also wenn das Thema Vergleiche bei dir ist, dass du dich mit anderen, als Beispiel, wenn du jetzt als Frau zuschaust, dass du dich mit anderen Frauen vergleichst, die alle schöner, hübscher, dünner, dicker,
mehr Oberweite, weniger Oberweite haben, dünneren, dickeren Hintern, wie auch immer, oder die ja andere tolle Sachen machen und du kannst nichts, was du glaubst, dass es so wäre. Also wenn du da diese Vergleiche ziehst, dann ist hier natürlich dein Thema, du bist vielleicht sogar Opfer deiner Umstände, aber auf jeden Fall bist du Opfer deiner Muster und du bist Opfer deines Glaubens, deiner Überzeugung, dass du schlechter bist als andere, dass du nicht genügst, dass du ja, dass du es vielleicht auch nicht wert bist, geliebt zu sein und geliebt zu werden. Also fühlst du dich liebenswert? Liebst du dich selbst? Kannst du in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist aber echt eine scharfe Schnitte hier. Also du bist richtig gut so, wie du bist. Du kannst was. Und ja, und jeder, der mit dir zusammen ist, der kann sich froh und glücklich schätzen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil da sind wir wieder im Ego. Aber es geht einfach wirklich darum, nimmst du dich so an, akzeptierst du dich so, wie du bist, sagst du, du bist gut so, wie du bist, oder vergleichst du dich permanent mit anderen und schneidest dadurch natürlich durchaus immer schlecht ab. Das kann ein Thema in der Partnerschaft sein. Dadurch entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl. Und das Wort sagt es schon, man fühlt sich minder wert. Und dann kann es sein, dass natürlich logischerweise dein Partner auch dann zu dir sagt, ja, was ist denn bei dir eigentlich? Ne? Wieso benimmst du dich so? Hast du keinen Rückgrat? Hast du kein, wieso kaufst du immer nur das Billigste? Weil auch das ist zum Beispiel ein Ausdruck dessen, wenn wir nur günstig einkaufen, billig einkaufen, keine Qualität einkaufen zum Beispiel. Nicht sagen, okay, ich verzichte auf fünf andere Dinge, weil ich möchte das eine haben, was wirklich eine richtig gute Qualität hat. Dann spricht das auch dafür, dass du es dir nicht wert bist. Also das geht wirklich bis in die kleinsten Kleinen unseres Alltags rein. Und natürlich ist, wenn du dich auch für hässlich hältst oder so, dann ist es natürlich so und dich vergleichst mit anderen und sagst, ja, die anderen sind ja viel hübscher als ich und viel schöner als ich und viel attraktiver als ich. Und das ist ganz egal, in welchem Alter. Dann kommt auch später noch dazu, ach Gott, die ist ja noch viel jünger als ich und so weiter. Und dann muss es, ja, dann kommen natürlich zwangsläufig die Dinge, dass du dann vielleicht bemerkst, dass dein Mann, deine Partnerin, wer auch immer, sich mehr nach anderen umschaut. Und dein Muster, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dein Muster, was du aussendest, die Energie, die du aussendest, muss bedient werden. Das ist das, was der Auftrag dieser Energie ist. Die Energie hat eine gewisse Schwingung, eine Frequenz, die du aussendest, weil sie ja in dir als Muster abgespeichert ist, als Programm abgespeichert ist. Und wenn dieses Programm lautet, ich bin nicht liebenswert, dann sendest du das natürlich aus in das große Feld. Und dann wirst du immer wieder Situationen in der Partnerschaft erleben, wo dein Partner dir genau das widerspiegelt. Beziehungsweise, wo du glaubst, dass der Partner dir das widerspiegelt. Das ist deine Empfindung, dein Triggerpunkt. Das heißt nicht, dass das wirklich so ist. Das kann sein, dass er ganz andere Intentionen hat, aber trotzdem ist das, was er sagt, etwas, was deinen Knopf drückt und du dich dann auf eine entsprechende Art und Weise fühlst. Und die natürlich nicht besonders positiv. Also, let go of comparison. Also, wenn Vergleich das Thema in deiner Partnerschaft ist, dann lass diese Vergleiche los. Komm zu dir. Hör auf, im Außen immer zu schauen, was alles besser ist als du, was besser aussieht oder was besser Dinge kann als du. Und wo du automatisch natürlich dir die Bestätigung gibst, dass du nichts kannst und nichts bist und überhaupt, ne? Und nicht genug bist und so weiter und so fort. Das können alte Themen sein, das sind, nein, nicht können, das sind immer alte Themen. Schau mal in die Kindheit, ob da irgendwas rumwabert noch, was da nicht erlöst ist. Also die Dinge. Und sei ganz ehrlich, es ist jetzt auch die Zeit mit Pluto im Wassermann, wo wir ganz ehrlich mit uns sein dürfen, weil wenn wir das nicht sind, dann macht's richtig Autschen. So, jetzt gucken wir mal, was noch ein Thema sein könnte. Hier in deiner Partnerschaft, in deiner letzten Partnerschaft oder was vielleicht sogar in deiner zukünftigen Partnerschaft Thema sein könnte, wenn du das Thema nicht erlöst. Listen to inner guidance. Da haben wir wieder die 12, ne? Wisdom dwells within. Also, wenn du nicht auf deine innere Stimme hörst, wenn du nicht deine innere Großartigkeit erkennst, wenn du nicht deinen Wert erkennst, der in Wahrheit ja da ist, weil du bist ja ein göttliches Schöpferwesen, wie kann denn das keinen Wert haben?
Ja, also höre auf deine innere Stimme, die wird dir immer zeigen, wo der Hase längs läuft. Die wird dir immer zeigen, aha, hier ist etwas, da führt's mich hin, da führt's mich hin. Das ist nicht immer angenehm. Es ist jetzt die Zeit, wo die Dinge echt hochploppen wie blöde und wir einfach, ja, massiv, intensivst aufgefordert sind, diese Themen zu lösen. Und in der Partnerschaft geht das dann manchmal hoch her. Aber es ist eben ganz wichtig, auf unsere innere Stimme zu hören, dass wir wirklich, die 12 steht übrigens auch für die Vollendung, ne? Weil du kennst es auch ein Dutzend und so weiter. Die 12 steht für die Vollendung. Es wird Zeit, mit den alten Kamellen, alten Themen wirklich Schluss zu machen. Raus aus der Opferhaltung. Also hier ist wirklich wieder Opferhaltung. Die meisten stecken in dieser Opferposition fest, indem sie sich immer im Ohr Außen orientieren. Natürlich nur aufgrund ihrer eigenen Sichtweise. Und da kann natürlich jemand im Außen ganz toll sein, nach dem eigenen Dafürhalten. Aber derjenige selber hat tatsächlich total die Probleme. Und man möchte gar nicht mit dem tauschen. Also vergleichen macht null Sinn. Null. Fokussiere dich lieber auf dein Inneres. Höre auf deine innere Stimme. Lerne auf deine innere Stimme zu hören, weil die Weisheit liegt in dir. Und nicht im Außen. Im Außen ist nur der Spiegel dessen, was eh in dir ist. Also nutze im Außen sozusagen die Bestandsaufnahme, um was es geht. Dann frage dich innerlich ab, ja, was du jetzt als nächstes tun kannst. Was ist der nächste Schritt? Und wenn du alleine nicht klarkommst, dann such dir Hilfe. Wie auch immer. Oder bitte um Hilfe. Wenn du dich öffnest für konstruktive Hilfe, wende dich an dein geistiges Team, wende dich an die Engel, wende dich an irgendjemand, wo du glaubst, der ist kompetent, da hast du ein gutes Gefühl, der könnte dir helfen. Und das ist dann auch ganz wichtig. Also lasse dich führen. Listen to inner guidance heißt, höre auf deine innere Führung. Die bringt dich dahin. Wenn du das bisher nicht getan hast, wirst du auch weiterhin damit zu tun haben. Wirst du weiterhin vielleicht die Vergleiche ziehen und so weiter, dich weiter schlecht fühlen und so weiter. Aber das ist nicht dein Auftrag, dass du bis zum Rest deines Lebens dich für nicht liebenswert hältst oder in einer Opferposition verharrst oder. So, eine Karte möchte ich hier noch haben für ein Thema in der Partnerschaft. Thema in der Partnerschaft. Was ist hier jetzt noch eine Botschaft, bitte? Aha. Express yourself. Cultivate your passion. Also, express yourself. Spannend, spannend. Das ist jetzt mal richtig spannend. Warum? Wenn ich nur die Zahlen anschaue, dann habe ich hier die 39. Das gibt zusammen 3 und 9 sind 12. Und 1 und 2 sind 3. 1 und 2 sind 3. Also es geht um Lebensfreude. Die 3 steht für Lebensfreude, Vitalität, Spontanität, Kreativität. Die steht für Ausdruck. Also hier, express yourself, drücke dich aus. Ob das jetzt ein Talent ist in Sachen Wort und Schrift, oder überhaupt in Kommunikation, Social Media, weiß der Geier was, wie auch immer du dich ausdrückst. Im Bereich der Partnerschaft heißt es ja auch, werde dir deiner selbst bewusst, höre auf deine innere Führung und kultiviere deine Leidenschaft. Das heißt also, das, was du, wofür du wirklich brennst. Und dann lass deine innere Führung dich dahin bringen und dahin führen, dass du dich auch dann ausdrückst, dass du dieses Potenzial, was in dir ist, auch ausdrückst und das dann mit dem Partner zusammen vielleicht eben auch lebst. Oder wenn das nicht gehen sollte, dann ist auch eine Trennung legitim. Man muss ja nicht auf Zwang an anderen festhalten. Tatsächlich ist es ja oft so, wenn du deine innere Einstellung wechselst, wenn du sagst, okay, ich habe hier etwas erkannt, ich habe dran gearbeitet und jetzt habe ich eine neue Energie, einen Neustart und jetzt geht das in eine ganz andere Richtung. Und das kann auch bedeuten, dass man eben, weil man ja von alten Mustern losgelassen hat, die befriedet hat, dass man dann eben auch tatsächlich ganz neue Wege geht, vielleicht sogar alleine, weil die Schwingung einfach nicht mehr passt. Das ist durchaus möglich. Also hör auf, dich zu vergleichen. Du bist, ja, embrace the unique you. Umarme die Einzigartigkeit, die du bist. Und höre auf deine innere Führung. Die Weisheit liegt dort
definitiv verborgen und möchte entdeckt werden und entfaltet werden. Also, und dann geht es natürlich letztendlich darum, tatsächlich dich auszudrücken. Also vielleicht ist auch Kommunikation ein Thema in deiner Partnerschaft oder du hast bisher tatsächlich, weil du ja deine eigene Größe nicht erkannt hast, weil du dein Licht gerne, was heißt gerne, immer unter den Scheffel gestellt hast, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, weil du vielleicht dachtest, du bist es nicht wert und du bist sowieso nicht liebenswert und Selbstbewusstsein ist auch ferner liefen und so weiter. Aber das sind so die drei Säulen. Guck mal, wir haben den Selbstwert, wir haben das Selbstbewusstsein und wir haben die Selbstliebe. Wenn eins davon wegbricht, bricht das ganze Haus zusammen. Das heißt, wir sind aufgefordert, uns wirklich ein stabiles Fundament in uns zu erschaffen. Das heißt, das Fundament ist eigentlich schon da, weil das sind wir in unserer Essenz. Aber es geht darum, dass wir es auch erkennen. Das meine ich jetzt mit erschaffen. Es ist bereits da, es war nie weg, aber wir dürfen da sozusagen wieder hinkommen. Wir dürfen es erkennen. Aber dafür muss der We Weg von außen, von dem Vergleich, von den Vergleichen, die man immer so macht, der muss definitiv weg zum Inneren. Und spannend ist, dass wir hier mit der grünen Farbe das, die Farbe des Herzchakras wieder haben. Und hier geht es auch um Heilung. Ja, die Dinge dürfen jetzt sehr, sehr in Heilung kommen. Und es geht jetzt tatsächlich auch um eben entsprechende, natürlich auch partnerschaftliche Heilung. Und ich sage immer, das, was der andere macht, ist sein Thema. Das, was du machst, ist dein Thema. Wenn der andere in deinen Bereich reinkommt und dir etwas triggert, etwas zeigt, etwas spiegelt, dann geht es nicht darum, zu schauen, oh, was denkt der andere denn, wie fühlt er denn und dies und das, sondern es geht ganz klar darum, dass du dein eigenes Thema anschauen musst. Das ist einfach die Aufgabe, die wir haben. Und das ist natürlich hier gerade jetzt in dieser Abfolge sehr, sehr spannend. Solange wir uns vergleichen mit anderen, schneiden wir immer schlechter ab. Das ist das eine. Es geht darum, dass wir uns von innen heraus führen lassen, damit wir uns auch entsprechend unserer inneren Größe, unseres Potenzials verhalten können und uns ausdrücken können. Und dann können wir auch in einer Partnerschaft unsere wahre Größe zeigen. Und wie großartig ist das denn, wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir wirklich unsere Großartigkeit erkannt haben und dann das Ganze aussenden, dann bekommen wir doch genau den Partner. Wie gesagt, und wenn der Partner, der genau damit in Resonanz ist, weil darum geht es, es sind Resonanzfelder, wenn der Partner, der jetzt aktuell da ist, sich entpuppt als, Moment mal, der drückt mich ja nur runter, der ist gar nicht interessiert, dass ich in meine Kraft komme und so weiter, weil er nämlich selber so ein Thema hat, dann ist es vielleicht Zeit tatsächlich zu sagen, ja, war nett mit dir und tschüss. Andererseits ist es natürlich so, wenn du einen Partner hast, wenn du sagst, hier, Moment, ich kann mit dem aber wirklich gut sprechen, dann setzt euch zusammen, dann sag, okay, ich habe hier echt ein Thema, ich bin immer dauernd im Vergleich und ich merke, dass du mir das spiegelst, weil du mir immer wieder bei mir die Knöpfe drückst und sagst, hey, sag mal, ja, was weiß ich, ich kriege kein Kompliment oder du sagst, hey, wie sieht denn das schon wieder aus und so weiter, das sind alles so diese Dinge, ne? Oder, ach komm her, du kannst das sowieso nicht und so weiter, das sind all diese Dinge, die daraus resultieren können. Und wenn du aber mit deinem Partner gut sprechen kannst, gut kommunizieren kannst, dann könnt ihr da ja auch euch gemeinsam ransetzen. Ganz spannend. So, jetzt möchte ich mir mit den Tarotkarten auch noch mal ein paar Energien herausfiltern. Mal schauen, was wir hier in Sachen Partnerschaft denn noch mal für einen Auftrag haben. Was ist hier jetzt wichtig in deiner Partnerschaft? Um was geht es hier? Welche Botschaft habe ich hier noch für dich? Was ist in deiner Partnerschaft jetzt wichtig? Was ist da jetzt wichtig? Upsala. Nein, die waren es nicht. Okay. Ah, Moment. Die und. Ah, Fummel, Fummel. Moment. So. Die Karte möchte ich mal haben. So, wir haben als erstes die 10 der Kelche. Was ist wichtig? Freude ist wichtig. Erfüllung ist wichtig. Also, es geht jetzt um das ganz große Kino. Ja, es geht darum, dass du wirklich in deiner Partnerschaft, also wenn du jetzt eine Ex-Partnerschaft hast, dann geht es für deine nächste Partnerschaft auf jeden Fall erstmal mit dir. Es geht um eine Partnerschaft hier so in dem Maße zu leben zu können, musst du natürlich Vergleiche aufhören, dich deiner inneren Führung übergeben und dich selbst
ausdrücken als das großartige Wesen, was du in Wahrheit bist. So, und darum geht es. 10 der Kelche. Mehr Kelche gibt's nicht. Und du siehst hier Happy Family, Happy Ending, es ist alles schicki. Also wir haben hier den Regenbogen, wir haben hier alles toll. So, also darum geht es. Aber um dahin zu kommen, das ist ja das, was wir alle letztendlich wollen, haben wir leider noch mal so ein paar Hürden vorher zu beseitigen. Und zwar haben wir hier die 8, die Kraft. Das ist großartig. Hier geht es darum, das Geistige mit diesen animalischen Trieben und so weiter, diese ganze geistige Kraft auf die Erde zu bringen. Wir haben hier die Verbindung, die sowohl als auch, die Verschmelzung, den alchemistischen Prozess, Kraft, Stärke. Durch Kraft und Stärke kann man das erreichen, aber es geht eben nicht ohne Erkenntnis. Also du kannst nicht, wenn du nicht nach innen gehst und dich deiner inneren Führung übergibst, sozusagen dich ihr hingibst und da Vertrauen hast, wirst du weiter in deiner Kleinheit bleiben, weil die wahre Größe liegt ja nun mal im Innen. Das ist ja das, was auch weiter bleibt, wenn wir diesen Körper abgeben. Und hier geht's drum, eben gerade jetzt aktuell, definitiv, das ist so großartig, dass diese Karte kommt. Es geht darum, dass wir wirklich das alles zusammenbringen. Dass wir in diesem Körper unsere geistige Großartigkeit erkennen und leben. Und dadurch wundervolle Dinge natürlich manifestieren. Und wir haben hier, hier die Lemniskarte, die 8. Wir haben ein 8er, ja. Es geht um Ausgleich, es geht um Balance, es geht um Hingabe an den Prozess. Die 8 ist auch vielleicht für diejenigen auch jetzt besonders noch interessant, die Pluto im Wassermann in Haus 8 haben. Da geht es immer um Transformation. Das 8. Haus ist Transformation pur, weil das ist das Skorpionhaus und Pluto ist der Regent des Wassermanns. Und wie gesagt, das 8. Haus hier ist auch ein Karma-Haus. Also es geht darum, wirklich die Dinge zu harmonisieren, heißt in Einklang zu bringen, ein sowohl als auch laufen zu lassen, sich nicht mehr zu vergleichen. Also der andere darf sein, der darf wunderschön sein oder sie darf wunderschön sein und der darf und sie darf alles Mögliche toll können. Ja und? Ja, du kannst was anderes ganz toll. Also ich sag mal, ich bewundere es zutiefst, wenn jemand richtig gut Klavier spielen kann. Also ich bin da immer ganz, ganz hin und weg, wie die Menschen, die das so gut können, wie die mit den Händen über die Tastatur fliegen und da noch richtig was Schönes bei rauskommt. Das heißt aber nicht, dass ich mich vergleiche und sage, oh Gott, der kann das und ich kann das aber nicht, ich blöde Nuss, ich bin aber eigentlich nicht fähig zu irgendwas. Sondern ich genieße das, ich erkenne das an und sage, wow, das kann der oder die richtig gut und das finde ich mega, weil ich kann mich hinsetzen und es genießen und der andere darf arbeiten. Ist doch prima, ist doch eine super Aufteilung. Also insofern ist, ich bewundere das auch sehr, wenn jemand seine Leidenschaft lebt, wenn er seine Berufung lebt, wenn wirklich hier Passion, ne, Passion, wenn wirklich das, was aus dir heraus will, womit du hergekommen bist auch, dass das eben auch gelebt werden darf. Express yourself, hat Madonna schon gesungen, ne? So, und dann haben wir auch noch die 10 der Münzen. Juppidu, was sollen wir denn dazu sagen? Also darum geht es. Wir haben die 10 Kelche, wir haben die Kraft und wir haben die 10 Münzen. Das heißt, wir haben hier die innere Erfüllung, die wahre Erfüllung, also die überschäumende wahre Fülle. Und wir haben dann auch das im Außen Sichtbare, auch das Materielle. Und hier haben wir die Verbindung zwischen beiden. Also mehr geht jetzt gerade gar nicht. Also das heißt, wenn du wirklich, und hier ist auch wieder zentral, hier ist zentral, listen to your inner guidance. Höre auf, oder nicht your steht hier nicht, aber listen to inner guidance, höre auf deine innere Fülle, Führung. Geh raus aus dem Opfermodus, erkenne dich als das großartige Wesen, was du bist, an. Verbinde das Innen und das Außen sozusagen und dann hast du hier als Ergebnis 10 Kelche und 10 Münzen und das ist das, wo die Reise hingehen soll in deiner Partnerschaft oder für dich, für die nächste Partnerschaft. Und vielleicht, wie gesagt, was ich am Anfang sagte, vielleicht ist Vergleich auch und sich runtermachen, sich niedermachen, minderwertig fühlen, wirklich ein grundsätzliches Thema bei dir, was sich nicht nur in der Partnerschaft widerspiegelt, sondern eben auch im Beruf oder in Freundschaften und so weiter oder in der Familie. Es kann auch sein, dass es bei dir beruflich mega gut läuft, dass du das Ganze dadurch kompensierst, deine Vergleiche und dass du dich klein fühlst, kompensierst du dadurch, dass du im Beruf richtig Gas gibst. Aber das heißt nicht, dass du in der Partnerschaft auch so viel Gas gibst, sondern dass du da dich eher zurückhältst, weil das ein altes Thema ist, was du mitgebracht hast höchstwahrscheinlich und was halt noch nicht angeschaut werden
wurde bisher und es jetzt aber Zeit ist, dass es nicht nur ans Tageslicht kommt, sondern sich auch wandeln darf. Okay, was haben wir am unteren Kartenrand? Den Magier. Oh, wie schön ist das denn? Ja, der Magier, das ist natürlich, da hat, oh, was sind das für Karten hier? Krass. Also, der Magier in Bezug auf deine Partnerschaft. Also, es ist alles da, was du brauchst. Du hast das Potenzial, du hast die Fähigkeiten, du hast die Werkzeuge. Werde dir im Klaren darüber, was du willst. Werde dir im Klaren darüber, dass du Schöpfer deiner Realität bist und zwar immer ohne Ausnahme. Dass deine ausgesandten Energien entscheidend dafür sind, was du im Außen erfährst. Und worauf fokussierst du dich? Also, du hast alles, was du brauchst. Fokussiere dich auf das, was du möchtest und nicht auf das, was du nicht möchtest. Werde dir deiner selbst bewusst. Vor allen Dingen hab dich mal ganz doll lieb, das ist auch wichtig. Und ja, und wir haben übrigens, fällt mir jetzt gerade auch noch ein, mit der 1, mit dem Magier, die 1 ist ja immer der Beginn. Und wir haben mit der 10, haben wir tatsächlich schon das nächsthöhere Level. Also da ist wirklich alles erreicht, da geht es auf das nächsthöhere Level. Und darum geht es jetzt auch, dass wir uns aus den alten Mustern erheben und auf ein höheres Level kommen. Aber dafür müssen wir uns unserer selbstbewusst sein, dafür müssen wir wissen, dass wir alles zur Verfügung haben, was wir brauchen, und zwar immer, jederzeit. Und dann den Fokus setzen, um damit dann letztendlich auch dann die entsprechenden Ergebnisse zu ja, sichtbar zu machen, zu manifestieren. Und perfekt dargestellt hier mit der Karte die Kraft. Ja, da haben wir wirklich das Menschliche, das Animalische hier schön zusammen. Wir haben das Geistige, das diese Erfüllung, das die Herzerfüllung mit der äußeren materiellen Erfüllung. Darum geht es. Und hier, diese Kleinhaltungsprogramme dürfen gehen. Die Ich liebe mich nicht. Programme dürfen gehen, weil solange du noch dich klein fühlst, hast du dich noch nicht als das wahre Selbst erkannt, was du wirklich bist. Und da geht es natürlich auch darum, wie gesagt, genauer mal hinzuschauen. Spannende Geschichte hier. So, lege ich mal irgendwie, ich versuche das gerade mal sichtbar, dass es noch hier im sichtbaren Bereich bleibt. Sodele. Okay, dann möchte ich jetzt ganz gerne noch ein Orakeldeck befragen, weil wir haben nämlich ganz oft auch hier, das ist jetzt Engel- und Ahnendeck, wir haben ja momentan auch unglaublich viel Ahnenenergie mit im Feld, die gelöst werden möchte. Und jetzt möchte ich mal ganz gerne wissen, in deiner Partnerschaft, welches Thema ist hier auch noch vom Engel- und Ahnendeck, die Orakelkarten, was ist hier noch eine Botschaft für dich in deiner Partnerschaft? Was ist hier? Upsala, nein, das sind ein paar viele. Die haben sich zwar getarnt als eine, aber nein. Habe auch keine gesehen. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Sommer. Bade in Freude und Licht. Okay, da muss ich jetzt aber mal nachgucken, was hier in dem schlauen Buch steht. Sommer. Sommer, 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 Sommer. Wo ist denn der Sommer? Hallo Sommer. Moment. Ah, ganz zum Schluss. Okay. Upsala. So, Botschaft. Erhebe dich, breite deine Flügel aus und leuchte. Bring deine Projekte und Pläne ans Tageslicht in ihre Verwirklichung. Also, was auch immer du mit deinem Partner geplant hast oder was ihr Projekte, welche ihr dann gerne unternehmen wolltet, ja. Express yourself. Also das geht auch genau da Hand in Hand, ne? Also es geht darum, wirklich sich zu entfalten, die eigenen Ideen umzusetzen. Und natürlich in einer Partnerschaft ein Miteinander. Und nochmal, wenn das nicht geht, dann gibt es ein neues Miteinander, vielleicht mit jemand anderem. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du, wie gesagt, diese Vergleiche sein lässt, dich nicht mehr klein machst, klein hältst, klein denkst, sondern dass du wirklich in deine Kraft kommst, deine Flügel ausbreitest. Dies ist die ideale Gelegenheit, die Früchte deiner Arbeit zu genießen. Das Licht ist gekommen, um die Dunkelheit zu vertreiben. Damit geht auch Klarheit einher, sodass du genau weißt, wo du stehst und wie es für dich weitergeht. Engel und Ahnenführer ermuntern dich dazu, diesen Augenblick zu genießen und nicht gleich weiterzueilen, denn dies ist eine Zeit des Vergnügens, der Freude und der Erweiterung.
Es ist sehr gut möglich, dass du jetzt mehr Energie hast als sonst, auch mehr Kreativität und Inspiration. Achte auf das, was zu dir kommt, denn es ist Inspiration unmittelbar vom Göttlichen. Erscheint die Sommerkarte in einem Legesystem, bla bla bla. Okay, das ist es jetzt nicht. Aber also, es geht darum zu leuchten, es geht darum, wirklich in seine Kraft zu kommen und diese alten Muster und diese ganzen alten Geschichten endlich loszulassen, aufzugeben, nicht mehr zu bedienen. Und ja, ich kann es einfach nur wiederholen, sich seiner selbst bewusst zu werden. Das ist einfach so wichtig. So, ich gehe jetzt hier tatsächlich mit der Kamera kurz mal ein bisschen so rüber, kann man mich. Genau, so ist doch perfekt. Okay, eine Karte möchte ich hier noch. Also, was möchtest du? Werde dir klar darüber, der Magier, werde dir klar darüber, was möchtest du mit deiner Partnerschaft oder was möchtest du in Partnerschaft? Welche Pläne möchtest du gerne mit deinem Partner verwirklichen? Was sind die Ideen, die du für eine Partnerschaft hast? Weil letztlich geht es dann nämlich darum, sich auch darüber klar zu werden. Was hast du zu geben? Was sind deine Qualitäten, die du deinem Partner schenken kannst? Weil wenn du nicht deine Qualitäten erkennst, ja, kann sie auch kein anderer erkennen, weil das dann nicht die Schwingung ist, die du aussendest. Bade in Freude und Licht, das hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Sei wirklich erfüllt hier. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Also hier geht es um richtig schöne Dinge in deiner Partnerschaft. Und das ist eigentlich das, was ich richtig gut finde, dass hier gerade diese, ich habe vorher gesagt, keine Friede, Freude, Eierkuchenlegung, aber in gewisser Weise ist es das natürlich. Aber es geht mir hier um die Aussichten. Was du tust, wenn du dich erkennst, was kommt dann dabei raus? Und das ist so wichtig. Wir sind ja so visuell geprägt. Also das heißt, wenn wir dann auch noch so Bilder sehen, die dann auch noch toll aussehen, und dann haben wir eine Verknüpfung und dann ist das natürlich eine schöne Sache. Also Klarheit ist wichtig. Kleinheit war gestern, heute ist Größe angesagt und morgen und übermorgen sowieso. Also ab jetzt und auch in deiner Partnerschaft. Und du musst dir auch nicht alles gefallen lassen, ne? Das ist auch mal ganz klar. Also wie gesagt, wenn du gut mit deinem Partner kommunizieren kannst, wenn ihr in einer guten Verständigung seid, dann seid ehrlich miteinander und sagt euch, was ihr braucht und wie ihr euch fühlt. Und aber natürlich nicht mit dem Vorwurf an den anderen, sondern einfach sagen, ich fühle mich so, ich fühle mich so. Und dann auch, okay, wie fühlst du dich denn? Und dass man das auch aushält, was der andere dann sagt. Ne? Und dass man wirklich sagt, okay, das ist sein Thema, das ist mein Thema, wie können wir damit gemeinsam umgehen und was können wir tun? Oder eben, wie gesagt, die Transformation vom Schmetterling zur Raupe sozusagen für deine nächste Partnerschaft solltest du jetzt in keiner sein. Aber eine Karte möchte ich hier tatsächlich noch von diesem Engel- und Ahnendeck. Was haben wir hier noch? Oh, Tierhüter, Hüter, das ist sogar das Titelbild. Vertrau deinen Instinkten. Ne? Das ist sozusagen, übergib dich der inneren Führung. Vertrau deinen Instinkten. Und da möchte ich hier auch noch mal kurz schauen, was hier noch mal so die Botschaft ist. Vertrau deinen Instinkten. Da schon wieder die 12, also die 112. Okay, die Botschaft: Vertraue dem mächtigen inneren Tiergeist, um mehr über dich und deine Begabungen zu erfahren. Du hast ein mächtiges inneres Tier. Guck mal hier, die Kraft. Das wild, beschützend, instinktiv und auch ruhig sein kann. Tiere haben keine Zweifel in ihrem Fühlen. Sie bringen es einfach zum Ausdruck und daraus kannst du etwas lernen. Wenn diese Karte hochkommt, ist es wichtig, dass du dich mit dem verbindest, wie du dich wirklich fühlst, wie du dich fühlen möchtest und was du wirklich brauchst. Habe ich gerade von gesprochen. Nimm dir Zeit, dich mit deiner Tierenergie zu verbinden und bring sie auf natürliche Weise zum Ausdruck. Lass zu, dass selbst die kämpferischste Energie dich einmal durchströmt hat, ehe du zu deinem natürlichen Zustand zurückkehrst. Das wird dich eine Menge über deine Gaben lehren und darüber, wie du weiter wachsen kannst. Ja, darum geht es natürlich, dass wir wachsen, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir erkennen, welche Muster halt nicht mehr dienlich sind, was gehen darf, etc. pp. Die ganze Palette. Genau, und ich gehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen weiter rüber wieder. So. Partnerschaftlich merkst du sicherlich auch, was für eine Kraft das hat, wenn ein Mensch wirklich authentisch ist, ehrlich ist zu sich selbst, seine eigenen Themen erkennt, transformiert, damit dann auch diese Kraft, die dadurch entsteht, diese Stärke, diese innere Stärke, die dadurch auch dann erst recht hochkommt, dass das ist etwas, ja,
Das möchte man, das möchte man selber, das ist anziehend, das ist einfach, es gibt so Menschen, die ruhen so in sich. Die sind, ja, mit denen, da isst man gerne mit denen zusammen, weil die erwarten nichts von einem, die wollen nichts von einem, ja, die nehmen einen so, wie man ist und das fühlt man. Ja, und insofern ist das, ja, vertrau auf deine Instinkte bzw. auf deine Intuition, geh nach innen. Upsala, zwei Karten möchten sich hier zeigen. Okay, dann machen wir das mal. Ich bin dankbar. Ja, das ist natürlich schon mal gut, ne? Ich bin von Dankbarkeit und Wertschätzung erfüllt. Bist du dankbar und deinem Partner wertschätzend gegenüber? Schätzt du das wert, was er oder sie ist? Wie er oder sie ist? Siehst du den wahren Kern? Oder bist du so benebelt von den Aktionen, die da gerade so laufen, dass du den anderen gar nicht wahrnehmen kannst, sondern dass du nur deine eigenen Muster siehst und spürst und fühlst? Also, Dankbarkeit und Wertschätzung ist natürlich ein Schlüssel, ohne Frage. Ich hatte ja vor einiger Zeit, Anfang Dezember, gleich die Dankbarkeitschallenge in meinem Telegram-Kanal gemacht. Übrigens, da kannst du natürlich auch gerne reinkommen, wenn du möchtest. Das ist einfach, ja, Dankbarkeit. Immer wieder dankbar sein für alles, was ist, was du hast. Auch dankbar für die Themen, die sich bisher gezeigt haben. Dankbar für den Weg, den du bisher gegangen bist, weil der hat dich immerhin hierher geführt. Und du bist so, wie du bist, weil du es dir erschaffen hast. Es war kein anderer. Du hast dir es erschaffen. Und dafür darf man dankbar sein, auch wenn dir das momentan nicht so gut gefällt, auch wenn du gerade momentan sagst, ja toll, was habe ich mir hier erschaffen. Aber wichtig ist, dass du erkennst, dass du es getan hast. Das heißt, du bist ein unglaublich mächtiges Wesen. Und du kannst, was du in die eine Richtung erschaffen hast, natürlich auch in die andere Richtung erschaffen. Und das ist doch die richtig gute Nachricht. Wichtig ist, dass du Verantwortung übernimmst. Ich bin glücklich, ist auch ein Schlüssel natürlich. Ich entscheide mich, das ist gut. Ich entscheide in jedem Augenblick meines Lebens selbst darüber, wie ich mich fühle. Ich lasse nicht entscheiden, ich entscheide selbst. Ich hatte gerade das gerade gesagt, Verantwortung übernehmen. Das heißt, deine Gefühle sind natürlich deine Gefühle und deswegen hast auch nur du die Verantwortung dafür. Das kann gar kein anderer machen. Also, wie du dich fühlst, dafür bist du selbst verantwortlich. Die Triggerpunkte, die gesetzt werden, da kann der andere oder ein anderer, dein Chef oder wer auch immer, die können doch gar nichts für. Sondern du könntest ja auf alle möglichen Weisen reagieren, wenn irgendwas kommt, aber du reagierst auf diese Art. Und deswegen hat der andere genau den Trigger gesetzt, den es brauchte, damit du Dinge erkennen kannst. Und insofern ist das doch alles eigentlich eine runde Sache, wenn man sich nicht manchmal so doof dabei fühlen würde, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz. Ja, also so sieht's gerade aus. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar. Betrachte deinen Partner vielleicht mal aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus. Schau doch mal nicht nur auf die Dinge, die da gerade schief laufen, sondern schau doch mal, vielleicht gehst du zum Anfang zurück. Was war da denn? Was hast du an ihm denn so bewundert? Was war das, was dich an diesem Menschen so fasziniert hat? Und was ist das, was du so wertgeschätzt hast, weil du warst so dankbar und glücklich, dass dieser Mensch an deiner Seite ist. Das ist immer noch da. Das ist ja nicht weg. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir uns auch dessen bewusst werden. Und dann schauen wir mal, okay, und wie gehe ich mit mir selbst um? Weil alle Themen, die halt in der Partnerschaft sind, die sind ja nicht auf den Mist des anderen gewachsen, sondern es gehören immer zwei dazu. Und jeder hat seinen Bereich. Und wenn jeder seinen Bereich klärt, kann man auch ein wundervolles, glückliches, dankbares, wertschätzendes Miteinander erfahren. Ja, aber der Weg geht immer von innen nach außen, niemals umgekehrt. So, das soll es jetzt hier gewesen sein für die Partnerschaftslegung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also werde ich mit Sicherheit nochmal machen. Würde mich freuen über einen Kommentar natürlich, wie es dir gefallen hat. Und ansonsten sage ich, ich danke dir fürs Zuschauen von ganzem Herzen. Freue mich auf die nächste Legung, wenn du wieder mit dabei bist, wenn du magst. Und alles Liebe bis dahin. Namaste.